Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem politischen Magazin aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Gleichstromtrasse, die ja in der Oberpfalz geplant ist. Sie sorgt derzeit für Proteste bei vielen Bürgern. Beginnen wollen wir aber mit einer noch größeren Einbindung der Bürger in die Politik. Stichwort hier die Volksabstimmungen. Dazu später auch unser Kontrovers mit Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Ein Thema ist die Forderung der Freien Wähler, die Volksabstimmung in die Verfassung mit aufzunehmen. Wenn in diesem Antrag der Freien Wähler drin steht, dass das eben die Mehrheit des Landtages entscheiden soll, dann frage ich mich, wann kommt es wirklich dann mal zum Volksentscheid? Wir meinen, dass eben auch die Bevölkerung Möglichkeit haben soll, hier ihre Meinung kundzutun. Aber ich glaube, der Teufel liegt hier im Detail. Sind denn Volksabstimmungen ein geeignetes Instrument, um Bürgerbeteiligungen in Bayern zu stärken? Ja, durchaus. Wenn es die Themen sind, die man auch entsprechend für die Bevölkerung aufarbeiten kann, also auch entsprechend darstellen kann. Manchmal sind ja politische Dinge sehr komplex. Und wenn man so etwas nicht rüberbringt, dafür gibt es eigentlich unsere parlamentarische Demokratie, dafür gibt es Abgeordnete, die dann sich in der Tiefe damit befassen und dann entscheiden. Also es ist je nach Lage. Ja, das ist ja mal grundsätzlich eine sehr hehre Antragsformulierung. Wenn man aber den Text genauer durchliest, dann lässt das allerdings sehr viele Fragen offen, weil es also zum Beispiel geht, was sind Fragen von grundsätzlicher Bedeutung? Wer entscheidet dann, was ist von grundsätzlicher Bedeutung? Und ich halte davon gar nichts. Wir sind ja als Sozialdemokraten wirklich aufgrund unserer Geschichte jemand, der dem Volk sehr viel Entscheidungsfreiheit zugesteht. Aber ein Antrag in dieser Form, ein Gesetz in dieser Form, das geht mit uns Sozialdemokraten nicht. Das hat einfach viel zu viele Lücken und es ist nicht durchsetzbar. Da kann man sich noch so sehr drehen und wenden. Da hätten Sie sich ein bisschen mehr Mühe machen sollen. Und Sie haben halt abgeschrieben von uns, aber eigentlich schlecht abgeschrieben. Ein Plagiat, hat gerade eben auch Kollege Schindler gesagt, ist ja immer eine hohe Auszeichnung. Aber dann muss das Plagiat ja auch sehr gut gemacht werden. Und was soll das dann eigentlich sein? Ich meine, wir sind der Souverän, wir sind der Gesetzgeber. Wer soll das dann machen? Wer soll das bestimmen? Also viele, viele offene Fragen und da hätten Sie sich mal mehr Mühe geben müssen. Zuerst waren es störende Windräder, jetzt sind es auch noch die geplanten Gleichstromtrassen, die für die aktuellen Bürgerproteste sorgen. Für die Politik derzeit kein leichtes Thema. Wie wird sie aussehen, die Energiewende in der Oberpfalz? Ja, die Energiewende in Bayern, die wird leider momentan überhaupt nicht durchgeführt, weil man gegen Windräder ist, gegen die Gleichstromtrassen und, und. Ich finde, wir müssen uns wirklich jetzt endlich einmal darüber unterhalten, wie die Energiewende ausschauen soll. Es ist in den letzten Jahren überhaupt nichts passiert. Man hat es einfach schleifen lassen, das wird sich schon regeln und so weiter. Anstatt, dass man das in die Hand genommen hätte von Seiten der Staatsregierung und gesagt hätte, wo wollen wir hin, welche Energie brauchen wir, wie viel Energie brauchen wir, um den Wirtschaftsstandort Bayern zu erhalten und dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Aber so ist es alles gelaufen und jetzt sind wir da, wo wir eigentlich ja, wir sind nicht weitergekommen, leider. Welche politischen Konsequenzen ziehen Sie jetzt aus dieser Erkenntnis und auch aus diesen Bürgerprotesten? Für mich habe die Erkenntnis, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir die regenerativen Energien weiter ausbauen, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie viel Energie brauchen wir. Da ist der Freistaat gefordert, da ist das Wirtschaftsministerium gefordert. Die müssen das koordinieren und da sind tatkräftige Menschen an der Spitze unserer Regierung gefordert, aber die sehe ich momentan nicht. Ich denke, dass es viel Zeit braucht, das Ganze auch nochmal zu überdenken, zu überarbeiten. Man muss noch viele Gespräche führen und ich glaube nicht, dass man deshalb die Energiewende nicht schafft. Das glaube ich nicht. Allerdings muss der Bevölkerung auch klar sein, dass wir durchaus auch Stromtrassen brauchen. Ob das in dieser Größe sein muss, ob das auch diese Linien sein müssen, diese Trassenführung sein muss, das ist etwas anderes, das muss nochmal diskutiert werden. Aber wir brauchen auch Strommasten, das muss uns auch klar sein, sonst läuft der Kühlschrank nicht. Aber welche politischen Konsequenzen ziehen Sie jetzt bzw. Ihre Partei aus diesen Bürgerprotesten? Ja, es werden ja nochmal Gespräche geführt. Es ist ja jetzt momentan, und dürfen wir jetzt nicht vergessen, der 16. März. Wir haben Kommunalwahlen und da kann man natürlich sehr, sehr schnell auch Themen hochziehen. Und ich halte eigentlich sehr wenig davon, wenn man nicht
an einen Tisch zurückkehrt, miteinander die Themen bespricht, sondern einfach nur protestiert. Aber ich glaube, das wollen die Bürgerproteste auch damit ausdrücken, dass man nochmal drüber reden muss. Also insofern haben sie auch ihre Berechtigung. Naja, offensichtlich enorm, weil im Augenblick ja gar nichts vorangeht, weil Herr Seehofer als gnadenloser Populist sich absolut auf die Seite steht und gar nicht mehr weiß, dass er im Bundesrat dafür mitgestimmt hat, dass keine Nachfragen kamen. Dann sollte er endlich mal dazu stehen. Er hat nach Fukushima hat er sich ja als der größte Verfechter gegeben, der die Energiewende will. Und nun plötzlich, wenn der Wind etwas weht, wenn der Wind stark weht, weiß er gar nicht mehr, was er gesagt hat. Im Augenblick steht er außerordentlich auf der Bremse. Und wer weiß und verhindert ganz viele Entwicklungen. Und wer weiß, was nach der Kommunalwahl erfolgt, vielleicht hat er dann wieder eine andere Meinung. Das ist im Augenblick sehr opportun, mit den Bürgern so zu reden. Aber ich halte das nicht für verantwortungsvolles Handeln, vor allem nicht von einem Ministerpräsidenten. Also ich hoffe, dass ihm die Leute von der Wirtschaft das auch mal deutlich sagen. Er bremst es aus, gnadenlos, und keiner weiß mehr, wo es hingehen wird. Es ist nicht gut. Plenum TV kontrovers, dieses Mal mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Politik. Gemeint sind hier aber nicht die bevorstehenden Kommunalwahlen, sondern die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Ich begrüße dazu Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Beide sind sie im Ausschuss für, ich lese vor, Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Wie viel Bürgerbeteiligung, Frau Guttenberger, ist denn gewünscht? Also der Bürger ist in Bayern schon weitgehend beteiligt, zum Beispiel als festes Organ an der Gesetzgebung durch Volksbegehren. Volksentscheid kann der Bürger an der Gesetzgebung direkt mitwirken. Und wir können uns daraus vorstellen, dass in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Staatsangelegenheiten, die bayernweit von Bedeutung sind, zum Beispiel durch eine Volksbefragung eine Mitwirkung erfolgen könnte. Der momentane Vorschlag von den Freien Wählern einer generellen instituierten Volksabstimmung als solches befürworten Sie von der SPD ja jetzt nicht. Also ich habe ja im Plenum schon ausgeführt, grundsätzlich unterstützt die SPD aus traditionellen Gründen alle Initiativen, die darauf abzielen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben deswegen ja auch selbst einen Vorschlag gemacht zur Einführung von sogenannten Volksbefragungen. Was die Freien Wähler nun vorschlagen, nämlich verbindliche Volksabstimmungen zu, wie sie es nennen, grundlegenden Fragen mit gesamtbayerischer Bedeutung, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, deshalb, weil dieses Instrument bisher in der Bayerischen Verfassung nicht vorgesehen ist und nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch nicht eingeführt werden dürfte. Der Meinung bin ich zwar persönlich nicht, aber jedenfalls kann man nicht, so wie die Freien Wähler, diese ganze verfassungsrechtliche Problematik einfach ausblenden. Die gibt es in der Tat. Und weil wir die kennen, haben wir ja vorgeschlagen, Volksbefragungen, die empfehlenden Charakter haben, aber nicht den Landtag oder die Staatsregierung so binden, wie es die Freien Wähler vorschlagen. Das ist verfassungsrechtlich nach meiner Überzeugung nicht darstellbar. Volksbefragungen, Frau Guttenberger, das macht ja Ihre Partei schon sehr lange eigentlich durch Marktforschungsinstitute zum Beispiel. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie jetzt eine Volksbefragung eines bestimmten Teils der Bevölkerung tun oder ob Sie eine Volksbefragung sozusagen des bayerischen Volkes als Ganzen, wir stellen uns vor, wenn dann auch derjenigen, die wahlberechtigt sind, durchführen nach den Grundvoraussetzungen, genauso wie wir es bei Volksentscheid und bei vorgelagerten Volksbegehren haben, nämlich dass jemand sich eben registrieren lassen muss, also dass er eine Eintragung hat und so weiter, wo auch klar ist, dass die Identität, die er dort angibt, auch die seine ist und ähnliches, also in dem verfassten Bereich, wie wir sie bei Volksbegehren, Volksentscheid haben, so könnten wir uns das beispielsweise vorstellen. Und wir möchten das eben, also wir sehen keinen Bedarf im Bereich der Gesetzgebung, weil bei der Gesetzgebung ist ja der Bürger schon Teil der Legislative durch Volksbegehren, Volksentscheid. Aber in allen anderen Bereichen sind wir der Ansicht, also alles, was bayernweit Bedeutung hat, könnten wir uns das vorstellen. Und wir würden es auch daran binden, dass es natürlich so ausgestaltet sein muss, dass also die Staatsregierung und der Landtag an der Entscheidung, machen wir zu dem Thema eine Volksbefragung oder machen wir es nicht,
entsprechend beteiligt ist, also entsprechend den Mehrheitsverhältnissen. So könnten wir uns das vorstellen. Also auch das ist noch nicht in eherne Bahnen gegossen, aber das wäre für uns ein Weg. Und die verfassungsmäßigen Bedenken des Kollegen Schindler zum Entwurf der Freien Wähler teile ich voll und ganz, weil so wie das derzeit ausgestaltet ist in diesem Gesetzesentwurf, könnte das sozusagen die ganz grundlegende Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, nämlich dass das Budgetrecht nicht Gegenstand von Volksgesetzgebung sein kann, weil das das ureigenste Recht der Exekutive ist, könnte man auf die Art und Weise umgehen. Und da sehen wir einen der Punkte, wo wir sagen, das ist für uns nicht der richtige Weg. Sie stimmen dem zu, Herr Schindler? Nicht in allen Details, aber im Grundsatz. Also ich möchte noch mal sagen, Volksbefragungen, so wie wir sie vorschlagen, sind natürlich wesentlich mehr als eine TET-Umfrage oder als eine repräsentative Umfrage, sondern richten sich ja an das gesamte Wahlvolk. Wir haben sogar vorgeschlagen, auch Leute da mit abstimmen zu lassen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber solche Volksbefragungen sind auch weniger als eine verpflichtende Entscheidung eines und endgültige Entscheidung eines Themas, weil da die Kompetenzen eben anders verteilt sind. Das darf nach der bisherigen Kompetenzordnung der Bayerischen Verfassung halt entweder, wenn es den Landtag betrifft, nur er, oder wenn es die Staatsregierung betrifft, auch nur die Staatsregierung, aber nicht eine andere Gruppierung in diesem Sinne oder eine andere Institution in diesem Sinne das Volk. Befürchten Sie hier eigentlich den Verlust Ihrer Souveränität als Volksvertreter? Nein. Im Gegenteil, weil nach unserem Vorschlag jedenfalls wollen wir es so regeln, dass die Initiative zur Durchführung von Volksbefragungen vom Landtag ausgeht. Sodass der Landtag, wenn er klug ist, sich das ganz genau überlegt, wann greift er zu diesem Instrument. Er wird es nicht wöchentlich machen können, weil dadurch entwertet es sich selbst, sondern nur zu ausgewählten wichtigen Fragen. Und er tut dann auch gut daran, das Ergebnis dieser Volksbefragung zu bedenken, zumindest bei der weiteren Entscheidung. Einen Verlust an Souveränität sehe ich überhaupt nicht, wobei ich schon daran erinnern möchte, das Volk ist der Souverän. Wir sind vom Volk gewählt und vertreten den Souverän als Abgeordnete, aber der Souverän ist und bleibt das Volk. Genau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da sind wir uns jetzt wiederum voll und ganz einig, und wir haben aber auch in einem Land Gewaltenteilung. Das heißt, Exekutivbereich regelt seine Angelegenheiten selber, Legislative und Judikative und gegenseitige Kontrolle, also ganz klassisch. Wir sind allerdings der Ansicht, dass es nicht im Bereich der Gesetzgebung sein sollte, weil eben da der Souverän, das Volk, eben durch Volksbegehren, Volksentscheid ein viel, viel klareres Mittel hat, also da schon alle Kompetenzen hat. Und zwar verbindliche Kompetenzen. Wenn die Quoren erreicht werden, dann kann ich das auch entsprechend dann durchsetzen. Und wenn ich eine Mehrheit über die Volksgesetzgebung, Volksbegehren, Volksentscheid habe, dann ist das eben Gesetz. Und deshalb sehen wir eben gerade diesen Bereich ausgenommen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo die Freien Wähler ähnlich formulieren. Den würden wir ausgenommen sehen, aber wir wollen das, wenn, dann müsste das, ist das ein weiterer Punkt der Abwägung. Und das halte ich schon für richtig, dass man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bereich möchte ich jetzt wissen, wie denkt denn das bayerische Volk als Ganzes, um das dann den weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen. Also ich sehe jetzt da in keinem Bereich einen Souveränitätsverlust, sondern man hat einen zusätzlichen Abwägungstatbestand, und zwar einen gewichtigen. Bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie wollen, und schönen Abend.